Ein Mann der Wahrhaftigkeit. Ein Mann, der aufrichtig war. Einer unter den Tugendhaften. Es geht um Abu Bakr, radiallahu an. Lasst uns kurz wissen, wer dieser Mann war. Er war der erste Khalif. Abu Bakr war nicht nur ein Gefährte des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sondern auch ein Freund, Ratgeber, Unterstützer und Beschützer des Propheten Muhammad, alaihi salatu wasalam. Abu Bakr wurde auch Abu Bakr as-Siddiq genannt. As-Siddiq bedeutet der Wahrhaftige. Eines Morgens fragte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, wer von euch fastet heute? Abu Bakr, sagte ich. Wer hat einen Kranken besucht? Abu Bakr, sagte ich. Wer hat ein Begräbnis besucht? Abu Bakr, sagte ich. Wer hat heute Sadaka gespendet? Abu Bakr, sagte wieder ich. Und die Fragen waren nach dem Morgengebet gestellt worden. Wie hat er dies alles bloß geschafft? Wie gelang ihm das? Das war Abu Bakr, radiallahu an, ein Mann der Wahrhaftigkeit, der erste Khalif, radiallahu anhu.